Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Staffel 2, Folge 3. Ich habe die Musik geändert und wir bauen unser Lagerhaus in diesen Berg rein und ich sehe gerade nichts. Ich bin noch gar nicht weit drin, aber es geht... Okay, es wird dunkel. Es geht die Sonne unter, wollte ich eigentlich sagen. Aber wir bauen jetzt erstmal ein bisschen fleißig das Lagerhaus schon mal ein bisschen aus. Damit ich A, mein Dach fertig machen kann und B, schon mal ein bisschen Räumlichkeiten habe, um demnächst halt hier, wie gesagt, das Lager auszubauen. Und ich werde jetzt mich einfach mal... Wartet mal, wie breit ist denn der Berg? Wie breit? Er ist ziemlich breit. Wohl geht, ne? Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Höhe... Wie hoch bin ich denn jetzt hier? Das ist die Höhe. 1, 2. Muss ich 2 nach unten und dann kloppen. Okay. Müsste ja eigentlich, müsste ich ja... Ja! So, wie so, ich baue das Lagerhaus in den Berg rein. Wenn der Berg einfach mal mittendrin aufhört. Dann müsste ich doch jetzt eigentlich, wenn ich... Wartet mal. Mensch, das kann ich ja zubauen, das ist ja alles kein Thema. Aber in der Theorie müsste ich doch eigentlich auch von hier aus dann da schon hinkommen. Eieiei. Ei, ei. Ah, das ist, Kies. Hä? Ich müsste doch voll in der Höhle jetzt schon drin sein eigentlich. Wie breit ist denn das hier? Oder ich bin genau einen Block weiter oben. Das kann auch sein. Wie die Musik jetzt gerade gar nicht wieder passt. Das ist wieder ein bisschen ein Nachteil. So kann ich halt später beim Schneiden halt die Musik festlegen und jetzt läuft sie halt schon durch, ne? Hä? Ich verstehe das gerade nicht, ne? Eigentlich müsste ich doch schon längst in der Höhle drin sein. Oder grabe ich mich gerade komplett dran vorbei? Okay, hier ist Erde. Ja, klar, direkt vom Enderman begrüßt. Ich bin voll dran vorbeigegangen. Wie? Ja, nice. Wie habe ich mich denn da jetzt durchgebuddelt? Ja, du kannst... Ich wollte gerade sagen, du kannst... Nein. Ich bin schon wieder hier drin. Hilfe. Ich wollte gerade sagen, du kannst mich mal... Ganz ehrlich, Leute, ich gehe hier rein jetzt. Ist mir jetzt egal. Ich will mich nicht lange aufhalten, vielleicht geht die auch gar nicht. Hier ist eine Sackgasse, seht ihr? Das war's. Okay, dann nehme ich wenigstens die Kohle mit. Uah! Du Sau! Oh, Mann! Ich dachte, der verfolgt mich nicht mehr. Aber ich habe seinen Bogen bekommen. Ich nehme eben die Kohle mit. Weil dann ist mir meine Spitzhacke eh kaputt. Oh, hier geht's rein. Wasser. Okay. Ja gut, dann ist die Höhle ja gar nicht so riesig, obwohl ich gerade voll den krassen Höhlensound hatte. Habt ihr gerade gehört? Und ich, wow, ich könnte mich ja in der Theorie dann einfach da reinbuddeln. Wow! Du Scheiße, wo kommt das denn her? Ich gehe mal pennen. Ich hoffe, ich kann pennen. Nicht, dass die jetzt... Oh nee, da steht ein Creeper auf meinem Haus. Dein Ernst? Wow, nein, nein, nein. Jetzt...
Nein! Stimmt, da war ja was. Die Skelette können ja durchs Fenster schießen. Oh, das ist doch jetzt behindert! Wow. Ich stelle mich mal jetzt. Uah! Ach, scheiße! Die Treppe! Der Penner ist über die Treppe gegangen! Wie asozial ist das? Wieso sind Monster in der Nähe? Ja, klar, mit Zombie direkt! Och, Mann. Wo ist denn der Creeper, der auf meinem Haus stand? Ja. Ja, sorry, Leute, jetzt stehe ich hier, ne? Ich brauche Eisen. Das ist gerade für mich sehr persönlich sehr wichtig. Ja, der Creeper möchte gerne rein. Ich merk's. Scheiße. Ja, wenn mich jetzt hier nichts angreift, könnte ich ja eben schnell schon mal meine Treppchen machen. Beziehungsweise, ich baue noch einen zweiten Ofen. Hallo? Ich baue einen zweiten Ofen, um ein bisschen schneller braten zu können. Nein. Ich baue den dahin. Danke. Und dann mache ich erstmal Fleisch. Fleisch rein. Was habe ich denn noch? Hier ist noch ein bisschen. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Das ist natürlich jetzt ziemlich blöd mit den Gästen vor der Tür. Hi! Du glitzt schon durch die Tür. Willst du vielleicht reinkommen? Wo ist denn dein Freund Creeper? Der ist wahrscheinlich auch noch da. Darf ich. Mond, okay. Ich hab nicht so viel Bock drauf gerade. So Pfeile, Knochen, Federn, Samen. Ja, Schwarzpulver, das, das, das. Das. Jetzt wollte ich noch braten. Hier ist noch eine kaputte Schaufel, die ich gefunden habe. Wolle. Kies können wir auch erstmal lagern. Erde würde ich ganz gerne behalten. Holz würde ich auch erstmal. Ne, gut, jetzt ist das Birkenholz. Ich hab nochmal Kies. Koppel. Koppel brauche ich für meine. Ich habe gerade ein schlechtes Gefühl mit dem Geräuschen hinter mir. Hier, Erde kannst du einmal so schaufeln. Im Bogen. Ich bin schon froh, dass ich nicht gegen die Tür klopfe. Eigentlich können die auch gegen die Tür klopfen, das sieht nämlich kaputt. Aber was ich machen wollte, ist ja. Ausleuchten. Hallo! Den Enderman nicht angucken. Bloß nicht den Enderman angucken. So. Hi! Na? Uah! Nein! 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 Oh mein Gott! Scheiße, ich kann dir keinen. Nein! Die Musik passte gerade sehr, sehr gut. Wie ich doch jetzt sagen muss. Ich bin gleich. Wow, 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 wow. Lauf! Lauf, Junge! Lauf! Lauf, lauf, lauf einfach! Tu mir einen Gefallen und lauf, du bist nämlich gleich tot. Die Drehspinne! Die sind alle hinter mir her! Scheiße! Ich fühle mich gerade so verarscht, ne? Ich fühle mich gerade komplett verarscht. Arschloch. Ey. Mein Ofen, alles ist im Arsch, ne? Mein Fleisch ist auch weg. Ich habe 7 Dinger gerettet. I hate it. Meine Werkbank ist auch weg. Schön! Ey, das glaube ich jetzt nicht, ne? Ich habe mir gerade einen Ofen gemacht.
Ich fühle mich so verarscht gerade. Okay. Das ist noch roh. Dann brate ich das noch eben. Mann. Fackellampe auch abgerissen. War das schon immer so großes Fenster? Ich keine Ahnung. Nee, da. Nee, das war nicht so groß. Da fehlt was. So. Und dann kommt da noch eine Fackel hin. So, jetzt hab ich's. Ist doch scheiße. Hinten war das Sand, ne? Auf geht's. Lagerhaus muss. Da, war das ein Lagerhaus, muss erwarten. Ups. Ja, Sand habe ich jetzt gar nicht gesehen, auf die kleine Stelle da vorne auf dem Berg, wie gesagt. Aber, jetzt ein großes Wüstenbiom oder sowas war jetzt nicht in der Nähe. Also für Sand müssen wir wahrscheinlich echt ein ganzes Stück laufen. Oh, Kürbisse! Nice! Die lasse ich aber erstmal da. Da ist Sand. Dann mache ich mir nämlich schon mal ein paar Fenster. Dann haben wir nämlich das... Wow. 9. Das ist vielleicht das Problem schon mal weniger. Wo ist mein Dreck? Wie Sand habe ich denn 21? Ja, ich überlege gerade immer noch, wie ich es am besten jetzt mache. Ich glaube, Lagerhaus ist echt so eine gute Idee. Haus, Lagerhaus fertig. Lagerhaus würde ich ganz gerne komplett fertig machen, dass wir direkt alles schön lagern können. Und, ja gut, es ist auch kaputt. Aber es fehlen nur noch 2. Und die kann ich auch mit der Hand abschlagen. So, vielleicht kriege ich jetzt meine Fenster hin. Was ist denn hier so Schönes? Oh, hier ist ganz viel Kohle. Wo ist denn meine Spitzhacke? Ist die auch kaputt? Ist gerade irgendwie alles kaputt gegangen? Nicht nur mein Haus, sondern auch meine Ausrüstung? Blöd. Dann muss ich jetzt nochmal zurücklaufen und schnell... Was ist das denn? Schnell mir eine Spitzhacke bauen. Und ich möchte dann wirklich frühzeitig in der Höhle, weil ich brauche Eisen. Eigentlich müsste ich das auch zuerst machen. Bevor ich das Lagerhaus fertig mache, weil... ohne Eisen, nur mit Stein, da sind wir A, ewig unterwegs. Und B, es dauert ewig, ne? Das ist mir ein bisschen zu langweilig dann. Also werde ich schnell jetzt... Ja, ich habe noch Kobbel. Ich werde jetzt schnell das Dach fertig machen, mir schnell neue Ausrüstung machen. Dann machen wir das Dach fertig. Dann würde ich sagen, wir höhlen noch die Höhle da aus, dass wir das Lagerhaus da reinbauen können. Aber dann rüste ich mich schon mit Essen und Fackeln und so weiter aus. Und dann gehen wir schon direkt in die erste Höhle. Ich habe keine Kohle, ne? Ich habe keine Kohle, um mir dieses Glas zu brennen. Jetzt muss ich das Holz verbrennen. Das ist jetzt nicht so nice, aber ist mir jetzt egal. So, Treppen. Und immer wieder neu ansetzen muss, ist echt ein bisschen doof. Okay. Na, das hat ja gepasst, wa? 60. So, das sollte doch ein bisschen reichen. Wahrscheinlich nicht, aber wir sollten schon mal ein bisschen voranschreiten. Ich muss auch noch mal mir
Stein holen, damit ich hier das dann machen kann. Das ist ein bisschen blöd, wenn da Erde drin steckt. Holz habe ich jetzt auch keins mehr. Das habe ich gerade in den Ofen geschmissen. Weil ich nicht weiß, wie viel Holz... Das ist jetzt auch, glaube ich, neu, ne? Dass man Holz direkt als Brennstoff nehmen kann. Musste man nicht vorher Holzkohle erschaffen irgendwie? War das nicht früher so? Oder bin ich gerade falsch? Sagt mir, wenn ich falsch bin. Ich weiß es nämlich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr. So, ich brauche einen Block dort. Ich brauche hier einen doppelten. Und hier einen... Wow, dreifachen. Ja, das ist... Das wird das Dach. Aber nicht so. So wird das Dach scheiße. Das ist jetzt auch so eine provisorische Hütte, die baue ich vielleicht irgendwann mal an, aus, beziehungsweise das wird vielleicht, wir bauen größer an. Ich muss mal gucken. Ja, na klar, was willst du denn hier? Und tschüss. Habe ich jetzt ein Schaf im Haus? Ne, es ist da oben noch, okay. So. Das wird doch was. Ich lasse mich ein bisschen von der Musik ablenken. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß aber auch das momentan nicht, was ich erzählen soll. Außer, dass übermorgen Weihnachten ist. Aber wenn ihr das jetzt hier seht, haben wir schon Mitte Januar wahrscheinlich. Oder Anfang Januar. Warte, dritte Folge ist es, glaube ich, jetzt, ne? Dann müsste das... Also dritte Folge für diese Aufnahme Session. Dann müsste das in der Theorie Mittwoch sein. Und zwar Mittwoch der... Ich weiß es nicht. Der vierte ist der Montag, der dritte ist der... Wenn der vierte der Montag ist, ist der dritte nicht der Dienstag, ne? Merkt ihr was? Ich habe nur noch 5 Stufen. Ich bekomme die Krise. Dann ist am... Ich bin voll schlecht, wartet mal. Also wenn jetzt am Montag der vierte ist, ist am Dienstag der fünfte und am Mittwoch der sechste. Also ihr werdet diese Folge am 6. sehen. Also heute. Merkt ihr was? Ich auch. Ist schon spät. Oh, was war das denn? Dum, 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 dum. Und tschüss. Das ist auch nicht so geil. Ich weiß noch nicht, ob ich das so toll finde mit der Musik im Hintergrund direkt. Gut, wenn ich meine Playlist vielleicht irgendwann mal überarbeitet habe, ist es vielleicht ein bisschen besser, aber gerade finde ich es gerade nicht so geil. Was meint ihr? Soll ich das ändern? Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt am Stück aufnehme, aber ich glaube, ich bin nicht so begeistert. Weil ich von der Musik aus war. Ich muss da echt... Ja, nice! Echt mal gucken, wie ich das am besten... Handhabe. Aber dieses Nachvertonen ist immer so ein bisschen anstrengend und vor allem wird die Datei dann wieder größer, als sie eigentlich ist. Das ist eigentlich ein bisschen blöd. Das ärgert mich immer so ein bisschen, weil wenn ich alleine bin, muss ich das nicht zwangsläufig nochmal bearbeiten. Habe ich euch ja schon mal erzählt, dass ich, wenn ich PC-Kram alleine aufnehme, gehe ich eigentlich kaum noch in einem Videoschnittprogramm, weil ich ja alles mit Fraps aufnehme, also Stimme und Bild und Ton und so weiter. Und deswegen mache ich die Dateien eigentlich immer nur klein, weil es ist ja AVI. Das habe ich euch ja schon mal erzählt, dass es das Format AVI ist und das ist immer so riesig. Es sind ja immer so 30 bis 40 bis 50 bis 60 Gigabyte. Ich glaube, die größte Folge, die ich mal aufgenommen habe, waren, glaube ich, 120 Gigabyte. Das war auch Minecraft, glaube ich. Und ich glaube auch mit dem Spider damals noch. Und ja. Away! Ich habe die Höhle gefunden. Aber hier ist Kohle, das ist schon mal gut. Baue ich die mal eben schnell ab. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd mit der Höhle hier unten. Da muss ich die nämlich zubauen. So ging es hier. Hier war die Sackgasse und da oben ging es raus. Okay. Hopp.
Ich springe extra und falle trotzdem rein. So. Dann nehme ich die Kohle, die da hinten ist. Oh, es wird schon wieder dunkel, ne? Ich krieg die Krise. Aber vielleicht kann ich mich jetzt beeilen und in meinem Bett schlafen. Das wäre ziemlich cool. Dann habe ich nämlich meinen Spawnpunkt. Und ich habe die Nacht besiegt. Ich beeile mich. Schaf, geh aus dem Weg. So, rein und direkt. Ja, geil. Dann haben wir es nämlich wieder schön hell, obwohl hinten ein Skelett und ein Creeper läuft, haben wir schlafen können, ohne dass uns ein Monster in die Quere kommen. Wie weit bin ich denn mit meinem... Ja komm, dann mache ich mal eben schnell hier weiter. So geht's schneller, glaube ich. Die Idee bin ich vorhin nicht gekommen, aber gut. Lieber spät als nie, ne? Immer, dass einer übrig bleibt, ne? Verstehe ich nicht. So, das packe ich mal hier hin. So. Ich mir hier auch eine Treppe gebaut? Nö. Ich bin da hier noch dran. Genau. Da war ich noch beschäftigt, weil die braucht man immer die unterste Reihe. Am besten immer direkt fertig machen. Dann kann man da vielleicht nicht hochspringen. Uah! Hau ab. Jetzt kannst du ja kommen. Okay. Oh, ich brauche einen Golem. Ich brauche dringend einen Golem, der hier draußen rumläuft. Und dafür brauche ich Eisen. Und zwar nicht gerade wenig. Eisen ist eine große Geschichte gerade. Soll man aber schon ziemlich weit am Eingang mittlerweile finden. Man hat es ja echt geändert, ne? Dass man Eisen und so ein Quatsch jetzt viel, viel schneller finden kann. Und steht noch ein Skelett. Da, welches nicht verbrennen möchte, weil es im Schatten steht. Das sieht man sehr gut, wenn man die Shader anhat. Die Wolken sind zwar aus, aber die werfen immer noch einen Schatten. Und wenn man die Shader anhat, sieht man das richtig gut. Und genau darunter sind dann schön immer die Drecksviecher. Ich habe übrigens die Weitsicht ein bisschen geändert. Sieht man das eigentlich? Nee, ne? Ich habe sie auch nicht viel geändert, nur ein bisschen. Dass man ein klein wenig mehr sieht, aber ich glaube, das bringt nicht wirklich was. Blah, was mache ich denn da? Mann, wieso muss ich jetzt so oft husten? Also, eigentlich müsste ich mal husten. Ich habe mich aber gerade nur geräuspert. Okay, so, dann sind wir jetzt eigentlich so gut wie fertig mit unserem Dach. Würde ich mal sagen. Bis auf halt die... Oh Gott. Oh, es ist ja mal so, es war nice abgezählt. Nicht, aber ich hab's geschafft. Cool, jetzt muss ich nur noch... Ich mache das jetzt mal mit Erde zu, weil ich jetzt auch kein Holz mehr habe. Und ich möchte es auch jetzt ganz ehrlich nicht mit Dingens, mit Birke machen. Hallo? Kannst du bitte das da? Danke. Ich mache es jetzt erstmal nur zu. Natürlich habe ich es auch komplett falsch zugemacht, weil eigentlich hätte ich es hier hinsetzen müssen. Aber okay. Na. Ja, das sieht natürlich auch super, super geil aus gerade, ne? Nicht wirklich. So. Dann mache ich das jetzt nochmal vernünftig. Na. Hallo? So. Also, manchmal denke ich mir, ich bin im falschen Film. Ich glaube, hier muss ich nur... Ja, perfekt. Dann haben wir das erstmal so ein bisschen dicht. Und dann guckt euch mal, was mit meinem Glas ist. Was hier? Oh, Hähnchen. Glas. Hähnchen. So, ich muss das Lied mal eben vormachen, das kann ich nicht mehr hören seit einem bestimmten Video. Und das passt nicht so zur Stimmung. Das ist mehr so ein Höhlending, glaube ich, gerade. Ich lasse es mal laufen, mal gucken, was draus wird.
Ich gehe jetzt einfach nochmal zurück in der Höhle. Ich hab Bock auf eine Höhle. Okay, dann ist unser erstes Haus dicht. Ist jetzt nicht so spektakulär, aber wir haben es schon mal geschafft. Das könnte ich eigentlich auch in meinem Inventar belassen. Schwarzpulver, Essen. Ich habe ja eigentlich Essen genug. Wenn ich mir erstmal ein bisschen Ausrüstung fertig mache, dann könnten wir eigentlich los. Sollen wir das machen? Sollen wir jetzt direkt in die Höhle gehen? Hier brennt das Glas ja. Das Einzige, was ich noch bräuchte, sind ein paar Stickies, aber... Ah, ich habe gar keinen Koppel. Mist. Ich nehme mir nochmal Holz mit. Die Hälfte ist ganz gut, glaube ich. Oder hier kommen, nehmen wir die 12 noch mit und dann... Ja, dann nehme ich auch eine Werkbank. Nehme ich mir auf jeden Fall noch mit. So, eine Werkbank. Ein Ofen wäre auch nicht schlecht, aber den können wir uns in der Höhle dann noch craften. Dann mache ich mir jetzt erstmal ein paar Stickies. Nicht alle. So, ein bisschen Holz möchte ich nämlich ganz gerne behalten. Ach Mist, ich kann mir ja kein Dings machen. Aber dann mache ich ihn unterwegs. So, dann gehen wir mal in die Höhle, würde ich sagen. Weil, es ist ein bisschen nervig ohne, Eisen. 12 Kohle habe ich noch. Mal gucken, wir finden ja jetzt hoffentlich genug Kohle. Und dann hoffentlich auch... Oh, ich dachte, hier ist eine Höhle, da ist hier ja gar nichts. Nur ein Skelett. Toll. Dachte ich, hier geht's rein. Wo ist denn die Höhle, die ich markiert hatte? Wo ist die denn? Ich habe ja im Bett geschlafen. Also wenn ich sterben sollte, bin ich wieder zu Hause. Ist ja eigentlich in Ordnung, ne? So. Ich suche jetzt gerade den Höhleneingang, den ich vorhin markiert hatte, aber ich glaube, ich finde ihn jetzt so nicht mehr. Geht's hier irgendwie rein? Ne, hier ist nur Wasser. Da oben war ja noch irgendwie was, ne? Oder ne, das habe ich, glaube ich, nur so gemacht, dass ich was sehe, ne? Ich habe doch zwei Höhlen markiert vorhin schon, oder? Täusche ich mich da jetzt? Ich glaube, ich gehe auch gerade komplett in die falsche Richtung. Ich glaube, ich gehe jetzt gerade so Richtung Spawn. Problem ist ja auch, wenn ich hier oben in eine Höhle reingehe, bin ich meistens ziemlich schnell am Ende. Ja, hier ist nichts. Wo war das denn mit den Höhlen? Das Häuschen in der hinten, in der Ferne. Da ist, glaube ich, irgendwie was. Ah, hier ist Wasser, okay. Ja, dann verbringe mal die Folge damit, einen Höhleneingang zu finden. Kennt ihr das, wenn ihr... Ich hab Hunger. Wenn ihr, in eine Höhle wollt, findet ihr keine. Und wenn ihr nicht wollt, dann... ein Höhleneingang nach dem nächsten. Ich weiß nicht, ob man da rein kann. Wenn ja, wäre das cool, weil es wäre zumindest schon mal in der richtigen Höhe. Direkt in den Creeper, ne? Aber direkt. Und ein blödes... Aua! Ein blödes Skelett, wollte ich gerade sagen. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Hallo? Ja, Creeper, mach noch mal! Alter, ich werde dir gerade voll erschossen. Alter! Hier, komm, explodier! Aber nicht mit mir. Ja, und du bist überlebt oder was? Mann, ich bin schon wieder voll im Arsch. Das muss ich erstmal warten. Will man in eine Höhle reingehen und ist direkt tot. Toll. Guck ich mir da unten die Scheiße an. Ey, Leute, ganz ehrlich. Es tut mir jetzt leid. Aber für die erste Höhlenmission, ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Sorry, ich habe gesagt, wir spielen Survival. Machen wir auch, aber jetzt gerade erste Höhle. Nein. Definitiv nicht. Nur bevor ich jetzt die Kohle abschlage, sollte ich vielleicht erstmal
Schnell ein bisschen Kobbel abschlagen, dass ich wieder Werkzeug machen kann. Vielleicht, wenn es erste Eisen gefunden hat, das schnell einschmelzen und dann mir eine Rüstung davon machen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Ja, gut, okay. Eisen! Ich wieder einen Bogen gefunden. Die Musik gerade, ne? Das anders brauchen wir hier nicht, ne? So. Das nehmen wir wieder mit. Juhu! Eisen! So, ich würde jetzt... ich weiß leider nicht, wie lange die Folge geht. Ich hoffe, sie geht jetzt nicht nur 10 Minuten. Ich muss aber mal kurz die Folge beenden. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der schönen Höhle. Ich hoffe, die ist tief. Ich hoffe, wir finden hier einiges. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!